Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns heute im Flügel, beziehungsweise wir machen die Fabel des Drachen. Rätsel sind dazu gemacht, gelöst zu werden. Und Mizpe, die Bardin, kannte die Antwort auf jedes von ihnen. Dafür sorgte der Drache in ihren Kopf. Mizpe und der Drache kamen zum großen Tempel Yazenjisir, wo sich die besten Philosophen der 16 Königreiche versammelten. Die Bardin erregte mit einem mächtigen Ruf ihre Aufmerksamkeit und fragte, was kann man mit einem einzigen Wort brechen? Die großen Weisen wanderten verblüfft hin und her, auf und ab. Die Mondmönche der 18 Königreiche flehten Mizpe um die Antwort an, aber sie bewahrte Schweigen und ließ sie im Ungewissen. »Schweigen«, sprach Mizpe, womit es auch schon bewiesen wäre. Der Drache brüllte vor Freude und zeigte seine Flügel, mit denen er Mizpe hinforttrug. »Ja, gar nicht so doof.« Als nächstes setzte der Drache Mizpe in ein Kloster ab, umzingelt von angriffsbereiten Krallen. »Ihr seid stark und agil. Sicher könnt ihr mich in Stücke reißen«, sprach der Drache durch Mizpe. »Aber seid ihr auch schnell genug zu wissen, was stirbt, indem es sich selbst verzehrt?« Die Krallen grübelten darüber nach. Zwei Monde rollten über den Himmel und noch immer hatten sie keine Antwort. Als ihnen Mizpe dann endlich verriet, dass es eine Fackel ist, erlosch ihr letztes Licht mit einem Zischen. Dann brachte der Drache Mizpe nach Norden, in eine regengeküsste Oase, zwischen zwei Grateichen. Sie fiel in einen Kreis Mondsänger, deren Lieder den Namen in Ketten legten und Mizpe bewegungslos machten. Auf Drängen des Drachen schaffte sie es, ihnen zu sagen, bevor ich durch die Macht eures Liedes zweigeteilt werde, frage ich euch, was müsst ihr halten, nachdem ihr es jemandem gegeben habt, da es ansonsten wertlos ist? Ich sag mal ein Versprechen. Die Sänger hielten in ihrem Lied inne, um sich dem Rätsel zu widmen. Ihre Schatten wuchsen lang und aus Tag wurde mondlose Nacht. Ein Versprechen, war Mizpes Antwort. Frei vom Lied der Mondsänger flogen Mizpe und ihr Drache gefahrlos davon. Das Paar flog gen Süden und landete schließlich todmüde in einen Weidenhain. Mizpe hielt sich ihren schmerzenden Kopf, der zum Bersten gefüllt war, mit Rätseln. Man verfolgte sie und Mizpes Schabernack war schuld daran. Der Drache wusste von einem Refugium, das man durch die Tür zwischen den Welten erreichen konnte. Diese Tür war ganz in der Nähe. Er würde Mizpe den Weg hindurch zeigen, wenn sie ein weiteres Rätsel ohne Hilfe beantworten konnte. Was hat einen großen Mund und spricht doch nie mit eigener Stimme? »Das bin ich«, fauchte Mizpe, »denn ihr wohnt in meinem Kopf und ich bin gezwungen, stets in eurer Stimme zu sprechen. Wollt ihr das etwa leugnen?« Mizpes eigener Mund öffnete sich weit und der geschuppte Drache schlängelte sich heraus. »Dann sprecht mit eurer eigenen Stimme und sagt mir die richtige Antwort«, verlangte er. Aber Mizpe löste das Rätsel nicht. Stattdessen lachte sie erleichtert. »Die Heiler hatten recht. Der Schmerz war nur in meinem Kopf.« Und obwohl Mizpe nicht die richtige Antwort gab, erachtete der Drache ihre Worte als schlau genug, um ihr Durchgang durch die magische Tür zu gewähren. »Die Fabel des Drachen. Die wird euch vor Rätsel stellen, meine Freundin. Der Weg zur Beherrschung der Schriftlehre ist ein verschlungener, nicht wahr? Fabel um Fabel. Aber ich weiß, dass ich die Geschichte von Mizpe schon einmal gehört habe. Und als ich sie vorhin durchblätterte, kam sie mir komisch vor.« »Was meint ihr mit komisch?« »Hier fehlt etwas. Sie ist nicht ganz richtig. Es ist mir aufgefallen, weil wir überall in der Bibliothek Abschriften der Fabel des Drachen gefunden haben. Wir wussten nicht, welches Ulfsitz kommentierte Fassung ist, weil, nun ja, es eure Talente erfordert. Allerdings fanden wir ein Echo.« »Ein Echo, das vom Drachen handelt? Wo habt ihr es gefunden?« »Ich glaube, dass es vom Drachen handelt, aber ich kann mich auch täuschen. Ich liebe Rätsel, aber Ulfsils Echo sagte ein paar wirklich kryptische Dinge. Das Echo ist im ersten Raum geradeaus, wenn ihr den Ostflügel betretet. Sagt Bescheid, wenn ich euch helfen kann.« »Dann werde ich im Ostflügel nach dem Echo suchen.« »Die anderen und ich versuchen, die Fabel des Drachen so zu sehen wie ihr. Ihr wisst schon, dem Text Orte entlocken. Für den Fall, dass ihr unsere Hilfe braucht.«
Wir hatten ein wenig Streit deswegen, aber das stört mich nicht. Es hilft auch, dass mir die Arbeit Freude bereitet. Ihr mögt Rätsel? Ich liebe sie. Juliane hasst sie. Laren hat keine Meinung zum Thema und Irnard sagt, dass er sie mag, aber vermutlich wollte er nur nett sein. Wie ist es bei euch? Mögt ihr Rätsel? Definitiv. Ich habe schon einige Rätselspiele gespielt. Ich mag Rätsel ebenfalls. Das scheint zu euch zu passen. Dennoch, wenn ihr meine Hilfe braucht oder einfach nur ein paar Ideen durchgehen möchtet, dann sucht mich auf. Was ich bisher gelesen habe, weist darauf hin, dass der Drache Rätsel so liebt wie die Drachen aus den Büchern Gold. Danke. Ich sage Bescheid, wenn ich Hilfe bei einem Rätsel brauche. Ja. Privat habe ich das Ganze jetzt schon gemacht mit dem Drachen, damit ich das auf die Homepage hochladen konnte, also die Lösung dazu. Denkt dran, auf www.diehungrigenwölfe.wordpress.com. Da findet ihr unter den Guides entsprechend dann die Anleitung zu dem, was wir jetzt heute und in den nächsten Folgen mit dem Drachen machen werden. Wählt eure Worte sorgsam, um euch mit dem Drachen zu verbünden. Fragt sie, ob ihr meine Erbin seid, dann stimmt weder zu noch verneint es. Besteht auf die Prüfung. Sucht meine kommentierte Fabel am Scheidepunkt vieler Wege, in einem Raum voller Türen ohne Scharnieren. Also der erste Teil ist klar, aber ein Raum voller Türen ohne Scharniere? Meinen die jetzt den Raum, wo auch der Drache und so, also wo die Türen drin sind? Weil die haben ja keine Scharniere, oder? Ich weiß es nicht. Sind das nicht magische Türen? Habt ihr dem Echo zugehört? Ich glaube, sie meint den Portalraum, aber den haben wir schon dreimal abgesucht. Ach so. Dort ist keine Fabel. Warum meint ihr, dass sie über den Portalraum spricht? Die Vorkammer der Haupthalle ist nicht deshalb ein Portalraum, weil es bequem ist, sondern auch, weil es einfach war. Ich spürte jede Menge Zauberhaken in diesem Raum, die noch aus Ulfsils Ära stammen. Sie nutzten diese Kammer zu genau demselben Zweck. Eure Magie kam uns einmal mehr gelegen. Meine Mutter sagte immer, seid gut in dem, was ihr tut, auch wenn es nicht eure Berufung ist. Moment, ich habe Ulfsils Linse vergessen. Vielleicht ist das Buch dort versteckt und nur ihr könntet es sehen. Das ist es sicher. Los, geht nachsehen. Dann sehe ich mir den Portalraum an. Ja, und obwohl ich das gemacht habe, ich habe extra sämtliche Dialoge weggeklickt. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich trotzdem ein bisschen miträtseln muss. Weil ich wollte mir da jetzt nicht vorgreifen. Ich habe einfach nur klick, klick, klick und damit ich das dann abschließen kann. Was im Übrigen nicht funktioniert hat, weil bei der Quest, die wir hier schon gemacht haben, nämlich die Quest, wo man dieses dieses Zeug da von den dädrischen Fürsten stehlen soll. Da habe ich das Problem, dass mir beim dritten Mal angezeigt wird, ich habe das dritte eingesammelt, es aber nicht gezählt hat. Also es bleibt immer 2 von 3 stehen und deswegen, ich habe die Quest schon 3-mal neu gestartet. Es ist aktuell anscheinend komplett verbuggt und ja, auf dem privaten Account kann ich es leider nicht abschließen. Das wäre nämlich das letzte davon. Fabel des Drachen kommentiert. Schnittermark offensichtlich. Die Kolosshallen in Düne. Westlich von Düne. Dann, ich hätte auf eine Kerze getippt und auf eine Ehe. Mönche des Ordens der Kralle und einmal Summer's End. Summer's End? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da gewesen bin. Höhle, richtige Antwort. Dieser Weidenhain, es liegt noch ein Stück weiter im Süden. Ja, und bei mir geht es hier Schlag auf Schlag. Da ist direkt die nächste Umwandlung im Hintergrund schon wieder fertig gewesen. Die einen oder anderen kennen das Geräusch vielleicht. Normalerweise mache ich das nicht parallel, aber ich habe heute ein bisschen wenig Zeit. Ihr seid auf dem Pfad zum Drachen. Diese Erleuchtete war für Ulfsild eine echte Herausforderung. Und das könnte sie auch für euch werden. Denkt einfach daran, tief durchatmen und ruhig bleiben. Das sagte sie sich beim ersten Mal auch. Beim ersten Mal? Habt ihr vielleicht Hinweise für die Rätsel aus der Fabel des Drachen?
Ihr findet das Kloster Dokrin südwestlich des großen Knokar an einer Mondsichel aus Wasser. Mehr möchte ich nicht preisgeben. Ulfhild hat ihre Gedanken präzise niedergeschrieben. Vertraut eurer eigenen Schlauheit. Viel Glück. Dann haben wir mindestens einen hier unten. War da gerade ein Buch? Nee. Ich selbst habe noch nie einen Drachen gesehen, wohl aber den Schaden, den sie anrichten können. Jammer schade, dass sie nicht alle Rätsel lieben statt Zerstörung, wie in dieser Fabel. Tja, habt ihr vielleicht Hinweise für die Fabel des Drachen? Wie der Zufall es will, lerne ich Ta'agra gerade als Zweitsprache. Yazen-Yizir bedeutet auf Cyrodiilisch Jodeslicht. Diese Ruine liegt gleich westlich von Düne, obwohl es zu Ulfsils Zeiten wohl noch keine Ruine war. Passt auf euch auf. Das tue ich doch immer. Es ist die Frage, müssen wir mit ihr nochmal sprechen? Ja, sieht so aus. Habt ihr gefunden, was ihr braucht? Kann ich irgendwie behilflich sein? Habt ihr vielleicht Hinweise für die Rätsel aus der Fabel des Drachen? Darf ich die Anmerkungen sehen? Hier, Kashknoral. Das ist eine alte Ruinenstätte in der nordwestlichen Schnittermark. Heute steht die Feste Grimbach darauf. Und der Teil mit der Tür am Ende... Ist euch aufgefallen, dass das Rätsel in der Fabel nicht gelöst wurde? In Ulfsils Aufzeichnungen fand ich eine Antwort. Sagt es mir nicht, ich verraten! Was hat einen großen Mund und spricht doch nie mit eigener Stimme? Das ist ein Brunnen, nicht wahr? Denn wenn man in einen Brunnen spricht, antwortet er mit einem Echo. Theoretisch könnten es auch die Berge sein, aber die haben keinen großen Mund. Laut Ulfsils Aufzeichnung war es eine Höhle. Dann haben wir wohl beide recht. Vielleicht gibt es mehrere mögliche Lösungen dieser Rätsel. Obwohl ich das um euretwillen nicht hoffe. Viel Glück da draußen. Ja, das hoffe ich auch nicht. Alles okay? Dann weitermachen. Kommen wir jetzt dahin. Ganz ehrlich, ich war neidisch darauf, dass ihr diesen Ort mit Nalia zuerst erkunden durftet. Den Altar wiederhergestellt habt. Besonders da sie sich mit euch in der Nähe jetzt auch so öffnet. Aber nun, da ich weiß, dass es um Rätsel geht, jetzt beneide ich euch nicht mehr. Habt ihr vielleicht Hinweise für die Rätsel aus der Fabel des Drachen? Es gibt ein Dorf namens Weidenhain im Süden von Schnittermark. Wie ihr euch denken könnt, ist es in der Nähe eines großen Hains. Von Weiden. Ich bin keine große Freundin von Rätseln, aber Nalia meinte, sie könnte Hilfe brauchen. Und das ist alles, was mir dazu einfällt. Wisst ihr von Höhlen in der Nähe von Weidenhain? Ich kenne keine. Vermutlich sind sie nicht im Dorf selbst. Gibt es nicht überall Höhlen? Ihr geht ja sowieso dorthin. Vielleicht solltet ihr einen Aussichtspunkt aufsuchen und euch umsehen. Nun gut. Ich sollte allerdings den richtigen Weg wählen. Ja, ich weiß auch gar nicht, was los ist. Die ganze Zeit ging es wieder gut mit meiner Stimme und jetzt, wo ich wieder auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, ist wieder alles mal. Aber das kennen wir ja mittlerweile. Da müssen wir jetzt durch. Dann geht's auf nach Schnittermark. So, wir sind jetzt in Knorkar. Wo wir aber eigentlich nicht hin wollen. Ich sehe schon ein Ziel hier, aber da gab es doch mehrere Ziele. Aber ich glaube, wir müssen die wieder hintereinander machen, ne? Also wir müssen auf jeden Fall hier zum Verlies Jodeslicht. Da porte ich mal kurz rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Mit reinporten meinte ich natürlich nicht reinporten, sondern dass wir hier einmal, ja, hinporten in die Nähe und dann reinlaufen. Nicht, dass das jetzt irgendjemand falsch versteht. So, dann haben wir den ersten Punkt. Kann die das jetzt mal... Den haben wir direkt oben. Ja, wenn ihr Beschwerden habt, beschwert euch bitte bei Funke.
Oh ne, ich muss hier rum. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit für euch. Aber die folgen mir jetzt bis hier, oder? Ja, es war so klar. Ah ne. Doch. Was? Die Gegner abhauen oder was meinst du, Funke? So, dann noch einmal durch die Tür. Oh, hier ist auch noch was zu lesen. Warum sind hier so viele Donnerkäfer und warum ist das überhaupt gar nicht der Weg, den ich gehen muss? Nein. Ach, kommt, Leute. Ihr habt mir angezeigt, ich soll durch die Tür gehen. Jetzt ist das falsch. Ich will wieder zurückgehen. Ich habe irgendwie den Eingang gerade verpasst. Und jetzt sagt ihr mir, ich soll hier komplett nochmal außen rumgehen. Das ist doch doof. Also, wenn ihr selber hier durchlauft, dann geht nicht durch die Tür. Ja, ist ja gut. So, ich habe gar kein Schild. Stimmt. Alles gut, Leute. Ja, die wollen sterben, Funke. Kümmer dich mal bitte drum. Da hast du mich nicht auch noch angegriffen hier, ne? So. Darf ich mich jetzt um die Quest kümmern? Funke, erledige die bitte schneller, damit ich hier mal kurz... Funke, kommst du klar? Die meisten sollten eigentlich abgehauen sein. Sache. Es hat so viele Gründe, weshalb ich Funke liebe. Aber bin ich doof? Das finde ich tatsächlich... Ach doch, hinter mir. Oh. So, entsprechend müssen wir zum nächsten Ort. Und zwar ist das hier unten das Dogrin-Kloster. Da werde ich mal eben hinreisen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind da. Ne, das ist die Aufgabe. Wir müssen nach da oben. Komme ich da auch von der Seite ran? Ja, komme ich, aber da sind noch mehr Gegner. Okay. Wir die doch mal eben erledigen hier. Gerade was gesehen hier. Fokuspunkt. Hallo? Kann man das von hier aus? Dann der nächste. Hallo? Den können wir von hier oben machen. Sehr schön. Und hier hinten ist irgendwo... Ach ja, das war da oben. Da müssen wir einmal rein und hoch. Hallo? Ihr müsst hier nicht runterspringen, das reicht von der Reichweite, weil wenn ihr das als letztes macht, bekommt ihr natürlich hier dann auch entsprechend den, was bekommen wir denn immer hier, einen Schlüssel oder sowas, ne? Fragment, glaube ich. So, dann als nächstes müssten wir, hier oben hin zur Feste Grimwald, wird einen aber erst angezeigt, wenn man hier gerade rausgekommen ist. Dann werde ich da mal kurz hinporten und dann sehen wir uns sofort wieder.
So, die Feste haben wir gefunden. Ich vermute mal ganz stark, ja, hier oben, die sind jetzt leider nicht gelb. Also mit meinem Main-Char, beziehungsweise mit meinem Main-Account, habe ich die Aufgabe hier schon gemacht. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Ansonsten müsst ihr euch halt vorher durchschlagen. Weil wenn man die Aufgabe hier gemacht hat, dann sind halt die ganzen Leute hier nicht mehr drin. Die können doch unter Umständen ein wenig nervig sein. So, ich zeige euch mal eben den schwierigsten Punkt. Den habe ich nämlich noch im Auge. Beziehungsweise im Kopf nicht im Auge. Und zwar ist das der hier unten. Ich fand ihn tatsächlich am schwierigsten, weil ich hier viermal rumgerannt bin und das komplett übersehen habe. Dann gibt es noch... Achso, hier vorne... Hier gibt es noch einen Fokuspunkt. Hallo? Hallo? Funke, warum bist du die am Angreifen, wenn wir keine Akku haben? Direkt da oben ist dann der Punkt, den wir dann zerstreuen können. Die Akku werden wir wahrscheinlich gleich kriegen. Was ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es sah gerade so schön aus irgendwie, deswegen. Hallöchen. Funke, wo willst du hin? Wo war das nochmal? Hier. Das war auf jeden Fall nicht der schwierigste Punkt für mich. Aber jetzt scheint es der schwierigste Punkt zu werden. Ach, da oben. Ah! Direkt da drüber. So, dann können wir auch das letzte Fragment nehmen und die Drachentür enthüllen. Und zwar ist die hier unten an der Weidenhainhöhle. Direkt hier unten an der Ecke. Da porte ich eben hin und ihr kennt das ja. Ja, hier gilt wieder das Gleiche wie beim Ort davor. Habt ihr hier die Aufgabe gemacht, habt ihr hier keine Gegner. Entsprechend könnt ihr einfach durchlaufen. Leider ist dem jetzt nicht so, aber wir kommen auch so recht gut hier durch. Seid ihr wohl Sterbliche? Und das ist der Drache. Oder die Drachendame. Sterbliche, sparen wir uns die Höflichkeiten. Ihr seid hier, um die Schriftlehre zu meistern, um die Macht des Altars zu stärken und in den Fußstapfen der Erzmagierin Ulfsild zu wandeln. Kurz gesagt, wollt ihr ihre Erbin sein? Habe ich das richtig verstanden? Ich bin nur hier, um eure Prüfung anzutreten. Faszinierend. Ich spüre die Macht des Indrik an euch. Also seid ihr eindeutig hier, um meine Gunst zu gewinnen. Somit übernehmt ihr auf gewisse Weise die Rolle von Ulfsils Erbin. Können wir uns zumindest darauf einigen? Ich möchte eure Prüfung antreten, Drache. Nun gut, wenn ihr darauf besteht. Erbin oder nicht, uns bleiben noch genug Gelegenheiten zu sehen, wie es im Inneren eures Verstandes aussieht. Legt meine Fabel auf das Podest, um meinen Flügel erneut mit der Skola zu verbinden. Ich werde die Fabel auf das Podest legen. So, das war irgendwo hier am Eingang, genau. Wir schließen uns der Skola an, wie es sein sollte. Sprechen wir. Sterbliche, es ist eine Weile her, dass ich eine echte Unterhaltung genießen durfte.
Flügel aufs Herz. Möglicherweise war ich euch gegenüber zu voreingenommen. Warum beginnen wir nicht von vorn? Ich bin der Drache. Ein Wesen reinster Magie. Intellektuell und eine große Rätselfreundin. Warum habt ihr solche Freude am Rätseln? Ich bin endlos fasziniert von der Welt innerhalb des Verstands. Vom Universum im Inneren. Und was sind Rätsel, wenn nicht eine Veränderung der Sichtweise? Selbst die kleinste Frage kann zu einem völlig neuen Ausblick auf die Welt führen, wenn sie zur richtigen Zeit gestellt wird. Was muss ich für eure Prüfung tun? Ich möchte herausfinden, ob ihr Talent für Rätsel habt. Ich habe ein paar verfasst, die euch Appetit auf die größeren Herausforderungen machen werden. Wenn ihr sie allesamt entschlüsseln könnt, dann bravo. Aber ihr müsst nur jene lösen, die euch am meisten ansprechen. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ulf Sild tat sich schwer, meine Rätsel allein zu lösen. Es war ihre Entscheidung. Aber sie bereitete ihr Qualen. Ihr, Sterbliche, dürft euch zu diesen Rätseln gern mit anderen beraten. Ulfsils Erbin oder nicht. Es wird faszinierend sein, euch dabei zuzusehen. Ach, viel Glück. Verstanden. Ich werde einige eurer Rätsel lösen. Welche Rätsel werdet ihr lösen? Bei welchen werdet ihr Hilfe brauchen? Ach, getroffene Entscheidungen sind so lehrreich. So aufschlussreich. Findet ihr nicht auch? Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Welche Form hat euer Verstand? Ich bin so gespannt. Durch das, was ihr einer Frage als würdig erachtet, werde ich hoffentlich mehr über euch erfahren. Warum habt ihr euch dazu entschieden, ein Drache zu sein? In diesem Antlitz liegt Schönheit, findet ihr nicht? Und da ich alles hätte wählen können, als ich Gestalt annahm, warum sollte ich dann nicht diese prächtige Kreatur sein? Ehrlich gesagt finde ich es peinlich, dass die anderen sich für derart gewöhnliche Gestalten entschieden haben. Ich würde gern über die anderen Erleuchteten sprechen. Wenn es sein muss. Die anderen sind in Ordnung. Erleuchtete. Dieser Begriff war mir nie sonderlich genehm. Ulfsild bestand darauf, dass sie für ihre Forschung einen Begriff braucht, eine Referenz auf uns. Vermutlich ist der Begriff schon angemessen. Was haltet ihr vom Indrik? Ein pompöser alter Geißbock mit einem Minderwertigkeitskomplex. Er hat panische Angst davor, dass seine Macht missbraucht werden könnte. Seit Jahrhunderten verbringt er seine Existenz damit, sich zu wünschen, dass er, und damit auch ich, nicht existieren würde. Der Indrik schien mir fokussiert auf die Verantwortlichkeit eurer Macht. Wir sind unsterbliche Wesen, die aus Magie bestehen. Welche Verantwortlichkeiten tragen wir? Mir scheint es unverantwortlich, sich nicht auf intellektuelle Themen zu konzentrieren, sich gedanklich nicht weiterzuentwickeln. Wie steht ihr zum Greifen? Ein grauer alter Ritter, der einmal zu oft von seinem Ross gefallen ist. Er widmet sich dem Konzept der Gerechtigkeit, als wäre er der einzige von uns mit einem moralischen Kompass. Hätte er nicht diese herrliche kleine Kreatur unter seine Fittiche genommen, wäre das alles einfach nur erbärmlich. Ihr findet den Greifen erbärmlich? Seine nachhaltigen Erfolge kann man an einer Pranke abzählen. Er ist so geblendet von einem pedantischen Kodex. Und doch muss man ihm zugutehalten, dass er für das Leben des Fuchses sorgt. Auch eine weltmüde Kreatur wie ich muss ihren eleganten Kopf vor dieser Bestie neigen. Könnt ihr mir etwas über den Netsch erzählen? Ein inhaltsleerer Gasbeutel mit Anwandlungen der Philanthropie. Eine grenzenlose Existenz,
unermessliche Macht und ihm fällt nichts Besseres ein, als den Geknechteten Süßigkeiten und Münzen in die Taschen zu zaubern. Ihr meint also nicht, dass der Netsch etwas erreicht? Es mag sein, dass der Netsch die Leben der Sterblichen einfacher macht, aber wir sind Wesen reiner Magie, die, soweit ich weiß, Äonen leben. Warum versucht der Netsch nicht, ganze Zivilisationen besser zu machen, konzentrierter? Das treibt mich in den Wahnsinn. Ich hätte noch ein paar weitere Fragen. Welche Form hat euer Verstand? Ich bin so gespannt. Durch das, was ihr einer Frage als würdig erachtet, werde ich hoffentlich mehr über euch erfahren. Warum seid ihr so auf Rätsel und den Verstand fixiert? Ich existiere aufgrund eines Zusammenflusses von Magie jenseits der Grenzen sterblichen Einflusses. Ich wurde nicht durch einen magischen Unfall geboren oder weil eine Beschwörung fehlschlug. Die Ebbe und Flut von Aetherius und Nirn waren meine Eltern. Also, ein kleines Rätsel für euch. Warum wurde ich geboren? Ich habe keine Ahnung. Ich ebenfalls nicht. Deshalb fasziniert mich der Verstand so, Sterbliche. Er existiert ohne Grund und Ziel, aber er ist wunderschön in seiner Komplexität. Und ein Rätsel ist ein Stein, der in das Becken eurer Überlegungen geworfen wird. Wie könnte ich das nicht endlos faszinierend finden? Ja, endlos faszinierend ist diese ganze Sache irgendwie tatsächlich. Ich find's immer noch klasse, wenn auch viel, viel, viel zu lang dafür, dass man das einmal durchspielen muss. Aber ich habe gehört von jemandem aus der Gilde, dass wenn ihr das Ganze auf euren Zweitchars machen wollt, ihr nur diese Einführungsquests machen müsst und dann, nachdem ihr diese Türen so aufgestoßen habt, sprecht ihr nochmal mit unserer Freundin hier, ich komme gar nicht auf den Namen, die Ritterin, und ich glaube, dann habt ihr das Ganze abgeschlossen und dann müsstet ihr mit dem anderen Char auch die Schriftlehre anwenden können. Das nur so als kleinen Tipp am Rande. Wir machen hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut und wir sehen dann in der nächsten Folge, ja, was es alles so für Rätsel für uns gibt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.